Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Evoland 2. Wir haben in der letzten Folge Jon Snow hier oben irgendwo, genau, da den großen Obermacker der Wikinger besiegt und sind jetzt wieder frei auf uns gestellt und wir haben es geschafft, den Magischlüssel komplett zu vervollständigen. Was mich allerdings wundert, wir haben keine Errungenschaft dafür bekommen, obwohl die Errungenschaft existiert. Ich gucke mir ja bei Steam immer bei den Spielen die Errungenschaften an, die es so gibt. Und die haben wir irgendwie nicht bekommen. Nicht, dass das hier gerade irgendwie buggy läuft oder sonst was. Komme ich hier eigentlich irgendwie raus? Nein. Ne? So, jetzt. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zu diesem Magiliten, der hier ist, und reisen in die zukünftige Zeit, beziehungsweise in irgendeine andere, glaube ich, reicht auch schon. Ne? Aktivier dich. Gut. Und lassen aus der Pampe mal ein paar Tränke mischen. Gut gemacht. Ihr habt das Fragment des Eises. In der Zukunft ist der erstarrte Kontinent so gut wie verschwunden. Ich hoffe, die Wikinger lernen zu schwimmen. Ich wäre nicht gern für ihr Verschwinden verantwortlich. Ihr vielleicht, Kuru? Ihr habt die 5 Fragmente des Magischlüssels. Kommt zu mir zurück. Wir müssen ihn aktivieren, um die Waffe aus dem Gefüge der Zeit zu entfernen. Okay. Dann haben wir jetzt doch einen kleinen Weg vorgegeben, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Was ich sehr gut finde. Und wir befinden uns auch schon in der Zukunft hier in die Kiste. Die hatten wir schon. Genau, das Krimskrams-Sonar sagt auch, hier ist nichts mehr versteckt. Und wir reisen mal. Noch nicht zu der jungen Dame, sondern zu unserer Lieblingshexe hier. Einen Trank kaufen, genau. Sehr gut. Ich glaube, wir konnten ja auch immer nur eine Sorte von einem mit uns rumschleppen, ne? Ich mache erstmal einen grünen und dann versuche ich nochmal einen roten zu basteln. So. Genau, man kann nur einen Trank. Schade. Nee, dann brauchen wir nichts, junge Frau. Ich habe mir blöderweise jetzt nicht den Kommentar durchgelesen von der Person, die damals geschrieben hat. Also von Baloo. Ich habe nochmal nachgeschaut, wer das war. Da ist noch eine Zahl dahinter, aber ich weiß gerade die Zahl nicht. Die mir geschrieben hat, wo man die einzelnen Personen, also Fina, Minos und Velvet, aktiviert. Aber ich glaube, wir haben auch sowieso nicht genug Mana in der Tasche, ne? Wir haben bloß einen Mana. Da wird das eh nichts. Wir brauchen ja 3 dafür. So, sie hat gesagt, wir sollen zu ihr zurückkehren. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Wir haben auch nicht Oricon-Erz, nicht genug Oricon-Erz, um uns mehr zu kaufen, oder? Wir könnten uns einen besseren Gürtel eventuell machen lassen und sowas. Wir bleiben erstmal kurz so dabei. Da ist sie schon, Ceres. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, dass ihr die 5 Fragmente des Magischlüssels finden würdet. Ich habe es in einem Traum gesehen. Danke, Ceres. Keine Ahnung, was wir ohne euch gemacht hätten. Diese hässliche Waffe wird bald nichts weiter als eine übliche Erinnerung sein. Ich kann es gar nicht abwarten, meinen Vater und mein Dorf wiederzusehen. Für mich wird das nicht viel ändern. Ich freue mich für euch, Fräulein Fina. Kuru, wollt ihr das wirklich tun? Wir wissen nicht, was passieren wird. Natürlich nicht, Velvet. Wir haben das doch schon besprochen. Wenn wir jetzt umkehren, haben wir das alles völlig umsonst durchgemacht. Tja, wenn es ohnehin zu spät ist, ist es sich anders zu überlegen. Rekonstruieren wir den Schlüssel. Ah, jetzt haben wir die Errungenschaft. Okay.
Baut sie das Land wirklich wieder auf? Sodass der Krater weg ist? Ich glaube schon, ne? Die Karte taucht wieder auf. Ach du Scheiße, soll das schon das Ende des Spiels sein? Wir haben gerade mal 5 Minuten gespielt. Das wirkt gerade ein bisschen zu idyllisch, muss ich sagen. Das ist, wirkt so, als würde jetzt hier noch irgendein Haken kommen. Oder als würden wir jetzt in der Zeit festsitzen und dafür nicht mehr zurück auf den Kontinent kommen. Irgendwas passiert doch jetzt noch. Kuro, es hat funktioniert. Die Waffe ist verschwunden. Danke. Bedankt euch nicht bei uns, Ceres. Wir sollten euch danken. Dank euch. Sind meine Kräfte wieder da? Was war das denn jetzt? Ich finde übrigens, dass Ceres aussieht wie die Tochter von Kuro und Velvet so ein bisschen, weil die hat auch so komische lila Haare wie die Velvet und dann diese rötlichen Kuro-Haare an den Seiten, aber vielleicht ist das auch nur ein Design. Ceres, was macht ihr da? Ich wurde mit großartigen Kräften geboren. Leider beherrsche ich sie noch nicht. Deshalb wurde ich verfolgt und schließlich erfasst. Der Übeltäter. Er wollte mich schwächen, um meine Kräfte zu stehlen. Professor Giro. Er ist es. Ihr wart es also. Das Mädchen, das er gefangen genommen hat und das er zum Bauen der Waffe benutzt hat. Ach so, ich hatte ja damals Fina vermutet, wenn Kuro wirklich der eigentliche Professor Giro ist, der durch die Zeit reist. Aber okay, dann war's so. Das war ich. Und weil die Waffe jetzt aus dem Zeitkontinuum verschwunden ist, sind eure Kräfte wieder da? Ja, ich glaube, so ist es. Eine Frage würde ich euch gern stellen, Ceres. Wie konntet ihr Professor Giro entkommen? Ich kannte ihn nicht, hatte aber in meinem Zeitalter natürlich von ihm gehört. Niemand hat sein Labor jemals lebend wieder verlassen. Eines Tages, als ich sehr schwach war, ließ er von der Kontrolle ab. Der Augenblick war flüchtig. Doch ich nahm meine letzten Kräfte zusammen und öffnete ein Portal, ein Zeitportal, und schickte ihn direkt hinein. Ich entkam aus dem Labor, doch das Kaiserreich verfolgte mich weiter. Doch dann kamen mir Kuro und Fina zu Hilfe. So ein Zufall. Ihr scheint auf irgendeine Weise mit Kuro verbunden zu sein. Genau das habe ich mir auch überlegt. Der Hüter. Ich habe ihn gefunden. Der Hüter? Ja, ich muss los. Wenn ich mehr Zeit hätte, hättet ihr mit mir kommen können. Gemeinsam hätten wir die Zeit selbst zerstören können. Die Zeit zerstören? Was sagt ihr denn da, Ceres? Tut mir leid, ich war dazu bestimmt. Ich muss gehen. Ich muss den Hüter aufwecken und vernichten. Lebt wohl. Sie ist von uns gegangen. Ich frage mich, was oder wer dieser Hüter sein könnte. Das tut eigentlich nichts zur Sache, Velvet. Als sie die Zerstörung der Zeit erwähnte, war das vielleicht nur ein Scherz? Schwer zu glauben, dass sie einen Witz gemacht hat, Menos. Sie sah aus, als hätte sie es todernst gemeint. Also wirklich, wer würde über so etwas Witze machen? Egal, wohin sie gegangen ist, wir müssen sie finden. Die Erwähnung eines Hüters hat mich neugierig gemacht. Sehen wir uns an, was das alles zu bedeuten hat. Wie dumm von mir zu glauben, dass wir dieses ganze Abenteuer hinter uns haben. Okay, und nun? Wir sind immer so oft auf uns allein gestellt und können nichts machen. Wir müssen bestimmt nicht durch das Tor, das kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Huch, Geld. Wir kommen aber bestimmt nicht mehr auf die 9000. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch mega lange geht. Ich bin schon überrascht, dass wir jetzt noch irgendwas machen müssen. Vielleicht ein finaler, fetter, großer Bosskampf oder irgendwie was.
Oh. Kuro. Was zum Henker war das für ein Lärm? Ehrlich gesagt möchte ich es lieber nicht wissen. Schaut euch das an. Das ist das Ding, was links im Wasser gelegen hat. Dieses Riesengroße, zu dem ich Atlantis gesagt habe und was wir in dem Labor gefunden haben, in diesem einen Behälter. Was ist denn das da? Ich wage zu behaupten, dass das der berüchtigte Hüter ist. Okay, jetzt muss ich wirklich nicht mehr wissen. Glaubt ihr, Ceres kann diesen gigantischen Unhold ins Jenseits befördern? Der ist wirklich riesig. Aber wir müssen Ceres an der Zerstörung der Zeit hindern. Wenn das nur geht, indem wir es mit diesem Hüter aufnehmen, bringen wir es hinter uns. Was? Oh. Spektakulär, ich hänge fest. Hallo, Hüter. Ich kann gerade weder landen, noch kann ich irgendwas anderes machen. Ich glaube, wir müssen das Spiel kurz ausmachen und wieder anmachen. Ich bin in einem sehr ungünstigen Winkel. Dazu noch diese spektakuläre Musik gerade. Nee, wir müssen noch mal kurz raus und ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwas neu spielen müssen. Ja. Fortschritt geht verloren, leider. Fortfahren und Kuro das hier. Okay. Wieso kann ich denn? Aber hier war ich doch schon. Muss ich das nochmal machen? Nee, das hätte uns dorthin befördert. Ich gehe nochmal raus. Jetzt funktioniert es. Und jetzt komme ich hier auch raus. Der absolute Wahnsinn. Okay, und los geht es. Hier drüben war der ursprünglich. Und jetzt ist hier ein riesengroßes Loch. Oder wahrscheinlich da erwacht es. Müssen wir den jetzt suchen? Ich habe gedacht, der befindet sich direkt. Hier bist du. Boah, sieht das eklig aus mit den Augen. Muss ich hier irgendwas... Ich kann ihn nicht abschießen. Hallo. Kuro. Ich kann von hier nicht vieles sehen. Wir müssen näher ran, wenn wir Ceres finden wollen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. In der Nähe dieses Hüters scheint es einige temporale Anomalien zu geben. Einen Grund mehr, ihm fernzubleiben, meint ihr nicht? Bei allem Respekt, Fräulein Velvet, ein weiterer Weg, waghalsiger Verstoß dürfte kaum einen Unterschied machen. Tja, das sehe ich ein. Nun, die endgültige Entscheidung liegt bei Kuro. Gehen wir hin? Ach, wir müssen. Ich glaube fast, bei den Piraten wäre es weniger gefährlich gewesen. Okay. Au. Das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Ich bin auch aber nicht so toll in sowas auch, muss ich sagen. Aber noch läuft es ja relativ gut. Ich weiß gar nicht, wie ich die dort unten abhaken soll, aber ich muss mal ein bisschen aufmerksamer sein. Ich gucke nicht richtig. Müssen wir nach unten? Müssen wir rüber? Ah, die kann ich auch so kaputt machen. Okay. Speicherpunkt. Au. Immer noch so ein ekliges Ding. Ich erinnere mich noch aus... oh Gott, Gegenwind. Boah, ist das furchtbar. Zieht mich das Bild eigentlich mit oder kann ich hinten rausgepustet werden? Ich will es gar nicht probieren. Ich traue mich nicht. Oh Gott. Boah, der Wind ist echt stark, Leute. Das glaubt ihr mir niemals. Also ich drücke wirklich volle Pulle. Oh Gott, was bist du denn?
Gott sei Dank wieder einen Speicherpunkt. Okay, gegen den kann ich nicht wirklich was machen. Deswegen räumen wir oben erstmal so gut wie möglich frei. Au. Level up! Damit haben wir auch wieder volle Gesundheit und ein bisschen mehr Gesundheit. Ich glaube, wir müssen unten lang, meine ich, weil oben dicht ist. Dass ich auch nie darauf achte, dass die nochmal seitlich schießen. Muss ich rüber? Nee, ich muss runter, glaube ich, ne? Oh, das ist gemein. Wir können gar nicht in die Richtung schießen. Wir brauchen Menos. Menos? Oh, Menos. Okay, danke. Was ist das? Okay, da kommt was raus. Aber Leben. Leben ist was Gutes. Okay, ein paar Erfahrungsprobe. Okay, der ist unangreifbar bis auf sein komisches Auge. Sehr gut. Bis jetzt kommen wir ja recht gut durch. Ich hoffe, dass das sich auch so hält. Geradeaus, oder? Oh, oh. Okay. Ich glaube, geradeaus müssen wir. So tief. Oh, ich kann auch hier landen? Ah. Okay, okay, Moment. Wie bin ich gerade? Ah, so bin ich geflogen. Okay. Boah, wie fies. Ein bisschen Herzen einsammeln. Menos. Wir können bestimmt auch die Attacken der anderen hier irgendwie gewinnbringend einsetzen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass dann genau an der Stelle irgendwas ist, wo ich Menos brauchen könnte. Und es dann nicht einsetzen kann. Boah, wie mies. 3 Stück? Okay, wenigstens. Okay, erstmal weg hier. Geht es hier überhaupt lang? Oh Gott, haut doch mal ab. Kriege ich permanenten Schaden? Oh Gott, ich komme hier nicht lang. Ich komme hier nicht lang. Kann ich hier oben lang, bitte? Okay, das funktioniert auch sehr gut. Wo ist der? Hier. Aber gegen den kann ich gerade nichts ausrichten. Oh Gott, ich habe nur noch 30, 21 Leben. Und ich komme nicht vorwärts. Aber auch wirklich absolut nicht vorwärts. Oh shit. So, probieren wir es nochmal. Die 3 müssen wir ein bisschen besser aus dem Weg räumen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich vielleicht eine Attacke von Fina oder so nehme. Und... shit, ich wollte den 3. auch noch abwarten. So viel dazu. Ach, Velvet war ja die alle wegballert. Dann machen wir das. Und versuchen das mal. Den Bildschirm damit zu clearen. Wo seid ihr alle? Habe ich jetzt wirklich nicht geschafft, alle 3 damit wegzuballern? Ich hole mal Menos zur Sicherheit. Oh, zur Sicherheit raus, wollte ich sagen. Durch. Boah, ist das nervig, ey. Die Stürme sind echt furchtbar. Also, ich habe wirklich den Controller auf vollem Anschlag. Also, den Knüppel davon. Und der bewegt sich keinen Zentimeter vorwärts. Außer dann plötzlich, wenn es nachlässt und sowas. Und dann springt er nach vorne. Oh, oh, oh. Moment. Ja, das war mir jetzt wichtig. Okay, ich nehme an, wir müssen unten lang, oder? Wir hätten, glaube ich, auch oben lang gekonnt. Aber es scheint egal zu sein. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Was? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier überall was abbekomme. Ich höre nur die ganze Zeit, au, au, au. Okay, wir müssen, glaube ich, hier drüben hin. Menos, komm, 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 komm. Was? Wieso? Fuck, jetzt sind wir richtig am Arsch. Jetzt sterben wir.
Boah, ist das mies. So, Menos. Gut. Okay. Sind die teilweise zielsuchend? So, Menos. Und ich gehe jetzt gleich mal hier runter. Und warte. Komm, 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 Menos. Komm schon. Okay. Lauf, lauf, lauf. Sehr gut. Ach du Scheiße. Bitte lass mich jetzt nicht mit Wind da durchmanövrieren müssen. Natürlich. Das Erste, was kommt, ist Wind. Ich hätte schon gern das Herz da oben. Na komm, bitte, bitte zu dem... Warte, das will ich noch. Bitte, bitte, lass mich zu diesem Punkt. Boah, ist das anstrengend. Wow, Moment. Ich will wieder hier rauf. Das ist viel besser. Boah, ihr wollt mich doch veräppeln, ne? Okay. Muss mal hier raus. Boah, das war knapp. Das ist ja aber auch nie... Moment, das machen wir jetzt erstmal. Okay, jetzt macht er's. Dass er sich auch nie irgendwie so hindreht, dass man ihn erreichen kann, wollte ich sagen. Natürlich Wind. Woran geht's denn runter? Geht's rüber? Es geht runter. Oh Gott. Wow. Wow. Oh, ist das mies. Wow. Okay. Geht's weiter runter? Ja. Wow, 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 wow. Ja, wir haben noch relativ gut Leben. Das ist positiv. Noch weiter runter. Wir müssen da rüber. Oh Gott, oh Gott. Geh weg mit deinem Glibberkram. Menos, wo bist du, Menos? Okay. Herzchen. Solange wir das noch mitnehmen können, nehmen wir das auch mit. So ein Augending wieder. Shit. Die platzen doch alle bestimmt genau, wenn wir in der Nähe sind, oder? Natürlich, wie sollte es anders sein? Okay. Haut mal ab jetzt hier. Gut. Okay, wir haben wenigstens... Ich habe auch keine andere Attacke mit diesem Ding. Die können natürlich in beide Richtungen schießen. Das ist super. Da freue ich mich. Oh Gott. Oh Gott. Was wird das? Ich höre irgendwas flimmern. Das wird mein Leben sein. Ich brauche doch eigentlich Menos nicht, ne? Was? Ah, ich habe zu kurz gemacht. Und habe den da bloß eingefroren. Na gut, das war kacke. Wow, wow, was wollt ihr denn alle von mir? Komm schon, weg, 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 weg. Das ist so fies, wenn man dort unten eingekesselt ist und sonst irgendwas. Also, aber ich glaube, ich hätte auch rausgekonnt. So. Ist der dann eigentlich wirklich von der Bildfläche verschwunden oder kriege ich den später trotzdem nochmal drauf geballert? Okay, der ist auch weg. Anders ging es jetzt bei dem hier nicht. Leben. Der ist falsch rum quasi. So. Dann ballern wir erstmal hier. Oh, verpiss dich.
Wandern wir erstmal hier durch. Verdammt. Ich dachte, den hätte ich erwischen können. Ich kriege mein Leben mit rein. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt haben wir den endlich weg. Manövrieren uns mal außen rum lang. Okay, so ein Checkpoint wäre geil. Wieso treffe ich den nicht? Ach, verschwindet doch alle. So. Ich weiche jetzt einfach rückwärts aus. Ist mir voll egal. Die kommen hinterher? Oder werden die aus dem Bild gekickt? Oh nein. Oh nein. Weil er aufgesetzt hat. Oh, ich werde verrückt. So, wo seid ihr? Kommt. Sehr cool. Fina ist hier effektiv. Und wir haben ein Level Up. Mit mehr für alles. Moment. Ich hätte ein bisschen besser treffen sollen dafür. Aber ist jetzt auch egal. Ich sollte sowieso viel mehr die Kräfte der anderen einsetzen, glaube ich. Aber ich habe, wie schon gesagt, ein bisschen Angst, dass Menos aktiv werden muss. Aber na gut, er wurde ja die ganze Zeit jetzt nicht gebraucht. Okay. Ach, verpiss dich. Ist echt unglaublich. Der geht mir barbarisch auf die Nüsse. Und ich finde es... Ja, ich bin gleich tot. Ich finde es auch mega unfair, dass alle Attacken durchkommen, außer... Also die Attacken der Feinde außer meine halt, ne? So, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal eine kleine Folgenpause. Auch wenn wir mitten in dem einen Kampf quasi sind. Weil ich habe jetzt schon 12 Minuten übergemacht und wir fangen einfach in der nächsten Episode wieder ab dem letzten Checkpoint an. Ich nehme jetzt hier durchgängig auf und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Evoland 2. Bis dann. Ciao.